Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Need for Speed. Ja, wir haben ja beim letzten Mal zum ersten Mal die, also was heißt zum ersten Mal, aber seit langer Zeit mal wieder die Nacht erfolgreich überstanden und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, es bleibt so. Oh, das war ein Raketenstart. Das muss so. Oh, du musst so abheben. Ist ja geil, dass jetzt schon die Polente in dem Fahrzeug ja ist. Nicht mal richtig gestartet. Du jetzt von mir. Oh, man kann echt gut lenken, wenn man Nitro. Wieso mache ich denn das eigentlich jetzt schon wieder? Hier kommt voll die Kurve und was macht. Lol. Als ob der hier einfach abkürzt. Als ob der jetzt einfach abkürzt, der eklige. Der eklige, kein Wunder, dass der erste ist. Komm, verpiss dich mal. Geh mal dahin, wo du hingehörst, mein Guter. Danke für die Bande. Hätte ich nie gebraucht, aber vielen Dank. Rechnung bezahlt. Niemand. Ich habe nämlich keine Versicherung. Ich war ohne Versicherung, es tut mir leid. Achso, ja gut, hey. Aua. Jetzt wollte der auf einmal nie abkürzen oder was? Willst du mich gerade verarschen? Kann er sich mal entscheiden? Kacklappen. Erst will er abkürzen, dann will er auf einmal nie abkürzen. Diesen Augen aufhalten hier im Straßenverkehr. Ja, man kann hier einfach gegens Haus fahren und dann, ne, wie ich. Sachen gibt einfach hier Leute, die einfach gegens Haus fahren und dann einfach weiterfahren müsste. Und immer die Telefonnummer hinterlegen. Würde ich nie tun. Danke für die Bande. Also das können die bitte mal wieder ändern. Also das Nitro-Gefühl ist ja, also das ist ja... Gefühlt wird man ja langsamer, das können die mal hier wieder, da müssen die echt was gegen machen, das ist ja mega langweilig, man hat irgendwie kein Speed-Gefühl. Man hat irgendwie das Gefühl, man pennt ein beim Nitro geben. So, haben wir hier einen Rundkurs? Oh ja, was ist denn das für ein Rundkurs, okay. Kleimer hinfahren. Oder auch nicht, oder doch. Alles klar. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen hier, weil die fahren hier immer noch rum. Okay. Dich habe ich gesehen. Boah, das wäre jetzt, also wenn er mit so viel Speed jetzt wirklich... Boah, Alter, das ist jetzt der Horrorfilm, was war denn jetzt? Oh fuck, hinter mir. Was war denn jetzt? Er dreht einfach wieder um. Ja, das muss so. Ich bin hauptberuflich bin ich Stuntman. Ja, 19 Meter, du schaffst das erste Mal. Bin stolz auf meinen Erfolg. Schafft erst, ihr müsst, ne, bevor ihr lacht, schafft erstmal 19 Meter. Ja? Macht das erste Mal hier. Dann können wir weiterreden. Aber springen, ne? Ohne Auto, ne? Also nur so springen. Mit Auto kann es jeder.
Miauen. Miauen. Ist das eigentlich ein Rundkurs? Ich weiß nicht, das war doch ein Rundkurs, oder? Also, der Kurs sieht ziemlich rund aus. Hört euch da mal zu, hört doch mal auf, euch da vorne zu streiten. Was soll denn das hier? Ne, wenn zwei sich streiten, freut sich nicht der Dritte, weil ich gerade nicht rankomme. Kannst du mich mal ganz kurz, ne? Ich hab Termine, danke. Alles klar, also abheben wollte ich jetzt eigentlich nie. Jawoll! Wie geil ist das denn? Das war gar nicht geplant von mir. What the fuck? Alles für die Fans. Baby, bleibe bitte mal hier. Also irgendwie sieht das nicht rundkursmäßig aus. Da habe ich mich irgendwie ganz schön verguckt. Es wäre dann nämlich im Sinne, die letzte Runde ist nur 1%. Die letzte Runde muss man 10 Meter nach hinten fahren. Ist das eine Busspur? Ja, ne? Das ist eine Busspur. Aber geile Strecke, ne? Ich kann mich zwar nicht mehr an die erinnern, das würde ich schon. Aber wir scheinen hier, wir haben die ja schon mal gefahren. Laut Google. So, ja, das war ja ein kleiner Rundkurs zwischendurch. Und dann können wir gleich hier das Rennen, das erste Rennen schon mal starten. Hey, wieso ist das Zeichen so weit? Was ist das Rennen, ne? Oh, hier Stufe 3 Rennen. Ist irgendwie so weit, Dings da, Bumsi, ne? Ihr wisst schon, ne? Bumsi, Dingsi, 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 Bums, Bums, Dingsi. Das ist ein Geheimcode, ne? Da kriegt ihr Rabatt. Zieh dir was an, Mädel. Und du packen ihm mein Haut. Guck mal, der haut ab. Weil hinten auf den Auspuff Flammen kam. Also wenn die Leute das wollen, dass ich was mache, ne, dann mach ich das. Der wollte ja gerade hin. Komm, gib mal Gas, gib mal Gas. Nö, mach ich nicht. Lass mich doch nie zu irgendwas hier zwingen. Wir sind doch hier nie bei Wünsch dir was. Boah, gerade bei denen hat man jetzt aber ganz gut den Turbolader gehört, ne? Also der Typ vor mir, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Hi. Ja, der Typ vor mir hat ja wirklich absolut gar keinen Bock, ne, überholt zu werden. Will ich mal so anmerken. Alter, bringt irgendwann auch mal das Nitro was. Lol, danke. Wenn du mein Auto nicht magst, musst du mein Auto trotzdem nicht beschädigen. Was war denn bei denen jetzt los?
Obwohl, vielleicht hatte der ja Termine, ne? Vielleicht wollte der woanders hin. Weil ich will mich einholen. Ey, ich krieg das gerade. Uiuiui. Uiuiui. Ne, es mag mein Auto nicht so. Ne, komm, lieber BMW. Ja, komm, zieh. Boah, der hat aber auch meine Herren, ey. Der Süße. Ich hab schon mal gesagt, ne? Danke. Ich hasse hier echt Verkehr. Zumindest bei den. Zumindest bei den Heat-Rennen. Weißt du, da machst du einmal einen guten Drift. Alles für die Fans, weißt du? Und dann steht da einfach ein Auto rum. Mitten auf der Straße. Will abbiegen. Was gibt's denn sowas eigentlich? Ist auch immer so, vielleicht kennt man das ja, also ihr kennt das vielleicht, wenn man, wenn Autos vorbeifahren, ne? Da denke ich mir auch manchmal, die sind ja voll langsam, aber die haben dann so auf dem Tacho in Wirklichkeit so 120 km/h. Und ganz normal in der Ortschaft, ne? Und ich glaube, die benutzen einfach das. Wow! Das Nitro hier von den Entwicklern. Ich kann mich gerade. Sorry. Ich wollte irgendwas Schönes sagen, aber. Ne? Lacht einfach. Bitte. Jetzt bin ich echt traurig. So, naja, gut, auf dem zweiten Platz. Ich glaube, das reicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch einen Teil bekommen, davon abgesehen. Steht zwar immer, du hast ein brandneues Teil erhalten, aber ob das stimmt. So, was wir schon mal machen können, wo ist denn. Ach, ist wieder hier. Können wir schon mal markieren. Ja gut, das war jetzt dumm von mir. Ja, ich weiß. Was passiert eigentlich? Ich sehe ja gerade, hier ist eine Straßensperre, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich das so tue, als ich hier vorbeifahre und die Polizei einfach. Alles klar. Hat nichts gebracht. Ab durch die Hecke. Kommt mit, meine Freundin der Sonne. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Eigentlich könnte man mal hier so ein übelst geiles Bild machen. Eigentlich könnte man doch hier ein. Ja, jetzt sind die voll weit weg. Was soll denn das? Guck mal, das sieht doch schon hier. Das sieht doch geil aus für Thumbnail hier. So. Ausblenden. Ja, ich mach mal gleich hier ein Dings. Screenshot. Oh, haben wir direkt ein Thumbnail. Nailsam. Wunderbar. Weiter geht's. Scheiße. Da hat er mich ohne Scheiß reingeschubst. Habt ihr das gesehen? Eiskalt reingeschubst. Okay, wir müssen die loswerden. Gut. Dafür müssen wir da. Oh fuck. Ich habe null auf meinen Damage gerade geachtet, ne? Ey, ich muss hier wieder hoch. Hallo.
Oh fuck, 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 fuck. Ich muss halt wieder auf die Street. Na komm, Baby. Na komm. Tut mir leid, wir haben gerade hier einen Notfall. Lass uns mal vorbei. Bitte, wir müssen zum Einsatz fahren. Also denke ich mal, ne? Ich kenne die Leute, was will die Polizei eigentlich von mir? Ich hab doch nichts. Die 30 Tonnen Koks, die ich jetzt im Rucksack dabei habe, ja gut. Wow. Ich muss hier rein, du Idiot, ey. Pisser. Ich muss die echt mal jetzt ganz schnell hier loswerden, ne? Nee, das ist geil, dass er mich, ich habe Nitro-Wales und dass er mich einfach so eiskalt überholt. Das finde ich echt schön. Nee, finde ich echt nice. Ein Nitro ist wirklich im Spiel on point. Ist man irgendwie schneller, wenn man läuft, habe ich das Gefühl. Oh, guck mal, ich schaff das sogar so. Warte mal, scheiße. Ich hätte das wirklich ohne Scheiß jetzt so geschafft. Nee, ist das richtig? Wir müssen hier hoch, ne? Oh, ja. Ich mach mal hier eine Fake-Markierung hin. Ich vergesse halt immer wieder, wo es hier hochgeht, ne? Immer wieder das Neue. Oh Mann! Was das Neue, hab ich gerade gesagt, ne? Das war gut Deutsch. Scheiße, ich weiß nicht mal. Moment mal, ich muss hier hoch. Ich muss hier parken. Hä? Scheiße! Bin ich doof? Also ja, bin ich, aber so doof? Hä? Scheiße, warte mal. Ich hab unser Zielfahrzeug nicht mehr im Blick. Ah, obwohl, das könnte sogar schon reichen. So, stopp, 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 stopp. Ihr müsst die Zielperson finden. Wunderbar. Jetzt sind wir der Polizei jetzt entkommen. Wir warten aber nochmal ganz kurz. Weil die Hodenkobolde müssen mich ja hier jetzt nerven. Seelisch und körperlich. Ist jetzt die Frage, sollte ich jetzt schon Reparatur einsetzen oder noch nicht? Ich werde es bereuen, wenn ich das jetzt nicht mache. Aber ich werde es auch bereuen, wenn ich das jetzt mache, weil wenn ich das jetzt mache, werde ich dann später die Reparatur brauchen. Also ich werde es so oder so bereuen. Ja, keine Ahnung, ja. Keine Ahnung, was ich jetzt hier wollte, aber... Erstmal einen Gabelstapler mitnehmen. Ja, wenn man den für zu Hause braucht, ne? So mach ich das auch immer. Mit dem Auto irgendwo hinfahren und wenn ich einen Gabelstapler nehme, nehm ich den dann mit, ne? Oh, fuck! Oh, nee, oder? Jetzt ernsthaft? Als ob der hier umgedreht ist. Das glaubt mir doch kein Schwein, wenn ich das erzähle. Als ob der eiskalt einfach wieder umgedreht ist. Eiskalt, einfach so mitten auf der Straße. Auf der durchgezogenen Linie. Okay, wir müssen aufpassen. Oh, da habe ich gelohnt, dass ich mich repariert habe. Ach, fuck, ich fall jetzt genau wieder falsch rum, oder was? Aleco mio. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel die Reparatur meines Wagens kosten wird. Aber hey, ist ja
Nee, das war doch falsch. Was mache ich denn? Mutti? Mach das mal nie. Als ob der jetzt hier hochkommt. Okay, hier soll jetzt keiner kommen. Hier, sag mal. Wir haben hier oben zu starke Turbulenzen. Brechen den Einsatz jetzt ab. Ah, tschüssi. Ich hasse das ja, ne? Ich muss irgendwie... Oh, wo führt mich eigentlich das Rennen hin? Ne, ich will das Heat Stufe 5 Rennen hier mal sehen. Kannst du mal hier weggehen, du Ekliger? Da. Bitte was? Da unten habe ich... Oh ne, ah, es führt wieder da runter, ne? Aha, da unten habe ich wieder keine Garage. Ich sage euch jetzt schon, ich sehe jetzt schon wieder schwarz, weil wir haben keine Reparatur mehr, ne? Ja, das ist AA. Das stimmt. Ist es das, die Stufe 5, ne? Okay. Immerhin gestartet, das heißt, zumindest kann ich damit anfangen. Mit dem Rennen. So. Let's go. Let's go. Ich muss hier lang. Ich habe Termine. Ich habe jetzt schon, wenn ich da schon, ne, die Polende sehe, habe ich da schon absolut keinen Bock mehr. Oh. Fuck. Seit wann kommen hier Autos geflogen? Was? Und wieso fahre ich... Was? Nee, war doch zu weit. Aber ich glaube, das ist... Alter, was mache ich denn jetzt gerade hier? Ja, klar, check. Man kann keinen Neustart machen, ne? Ich bin am Arsch. Hä? Ich hab den gar nicht gesehen. Wo? Hä? Hä? Egal, wir müssen es jetzt halt durchziehen, ne? Letzter Platz ist drin. Schaffen wir. Ich wollte ausweichen, wenn jetzt jemand fragt, ich wollte ausweichen. Ich hab gelenkt, aber der wollte nicht mehr. Weil das Problem war, ich habe vorher Nitro eingesetzt. Ja, okay, ich bin am Arsch. Das werde ich niemals mehr schaffen. Vor allem, ich muss in dem Rennen jetzt sogar noch die Polizei loswerden, ne? Ah, fuck, ich wollte jetzt... Och, nein! Ich wollte die Kurve einfach jetzt... Och, scheiße! Als ob! Als ob ich hier nie hochkomme! Hä, ich komme hier nicht mehr weg? Oh, nee! Hey, habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Ja, dein Gesicht ist ziemlich unangenehm. Ah, das schaffe ich never ever. Ja. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja,
ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.